Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ja, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe was bekommen vom lieben Shadow. Grüße gehen erstmal raus. Gut, am Titel werdet ihr da vielleicht schon erkannt haben. Da ist meine Xbox drin. Und ich habe es vom Shadow bekommen, weil er noch eine hatte. Original verpackt, mit Rechnung, alles drum und dran. Für einen sehr fairen Preis. Also ich habe nicht bezahlt, was es eigentlich kostet. Plus halt den Versand. Also insgesamt haben wir jetzt 510 Euro dafür bezahlt. Oder werde bezahlt. Besser gesagt. Da bin ich schon mal megamäßig froh. Ich freue mich wie kleines Kind, ey. Das ist meine allererste eigene Xbox. Und alle haben sie immer geschwärmt wegen der Grafik, die ist leiser, also die Xbox Series X und der Game Pass. Und der Game Pass interessiert mich wirklich. Und nicht nur der Game Pass, auch die Abwärtskompatibilität, die finde ich saugeil. Aber da sind einige Spiele mit bei, die werden wir wahrscheinlich bei Twitch und bei YouTube nicht streamen können, wie Brutal Legend zum Beispiel. Ah, hier ist die Rechnung. Wartet. Muss ich wieder noch abheften? Und zwar gekauft am 15.09.2021. Also noch gar nicht so alt. Die ist auch original verpackt. Also noch nicht geöffnet, gar nichts. Oh, die hat aber Gewicht, du. So, ein neuer Karton zum Spielen für die Katzis. Ein neues Gerätchen zum Spielen für den Papi. Jetzt müssen wir gucken. Ich weiß gar nicht, wo die hier aufgeht, ehrlich gesagt. 1 TB SSD, 4K 120 FPS, 8K Blu-ray. Wie hat so ein DJ gekriegt? Hier war. Obwohl sie so gut verpackt war, hat GLS hier, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da soll ein kleiner Ditscher. Heute geht's mit der Fernbedienung hier. Obwohl die so gut verpackt war. Hat GLS da doch ganz schön. Naja. Okay, wir machen weiter. Ah, hier ist. Muss ich mal gucken, wie die aufgeht. Geht die von der Seite oder geht die von oben auf? Achso, wir haben hier. Auf der anderen Seite auch. Bist du jetzt beide Seiten öffnet? Ist ja nur so ein Überkarton oder was? Gerade sah das, aber das sah so schön aus. Hier ist kaputt. Ach, hier unten.
Den habe ich nicht gesehen. Hoppala. Ach, jetzt hört es da auf. Ist aber ganz schön schwer. Achso, da sind die Kabel drin. Hätte ich jetzt Angst, dass. Ach, hatte ich aber Angst, dass das hier irgendwie kaputt geht. Hier ist ja schon alles gleich. Aber vom Style der Verpackung hat das was auf jeden Fall. Ich mach das nochmal zu oder halbwegs zu. Wenn das hier so aufmacht. Finde ich so von der Verpackung her finde ich es irgendwie cooler verpackt als die PlayStation, muss ich sagen. Ach, die Xbox-App, die habe ich ja runtergeladen. Controller. Da kommt Batterie rein. Ich will mal Akkus dann demnächst holen. Und ein Ladegerät. Obwohl, ich hab ja für meine E-Zigaretten-Ladegerät, da sollten nur Akkus drin passen. Zwei USB. Okay. Gut. Oh. Nee, da ist nix. Hier war das Köfferchen. Wir haben den HDMI-Kabel, den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ich hätte ja meine dem Stromkabel, den brauchen wir. Hier haben wir den Xbox-Controller. Das war doch schon. Komm hier. So, müssen wir das mal hier kurz rüberlegen, dass wir das hier entkernen können. Aber die hat ja ein schönes Gewicht. Power your dreams. Hebe ich ja alles auf. Ich hab selbst meine Xbox, meine PlayStation-Kartons doch alle. Schick. Schick, schick, schick. Ganz in Schwarz. Also jetzt, wo ich es erstmal richtig live hier vor mir sehe, hat schon was. Sieht schon edel aus. Thank you.
Wenn er zumachen ist, dann wird das Problem. Das geht nicht einfach so. Ist egal, das kann ich dann immer noch. Hoppala. Moment. Fällt mir alles raus. So. Habe ich alles wieder vernünftig zusammengepackt gekriegt? Ich muss ja sagen, ich hatte ja früher immer das verspottet, dass bei Xbox halt hier unten das Steuerkreuz ist. Ja, muss ich gestehen. Aber seit ich bei der PlayStation 4 von Naked den Controller hatte, mit dem asymmetrischen, also, das ist schon mit gutem Grund so. Das war schon richtig geil, muss ich mal so feststellen. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo kommt hier welcher hin? Ah, hier ist Minus. Okay. Ah, gut. Auf den Kontakten sind die Symbole, wie es rum soll. Also liegt da ganz gut in der Hand. Auch, dass er hier unten so ein bisschen Gewicht ist, auch okay. Tasten sind okay. Ja. Also, weil viele gesagt haben, der soll knarzen oder so. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. So gerne ich jetzt irgendwas Negatives sagen wollen würde, kann ich hier jetzt nichts Negatives feststellen. Ich mache euch mal ein bisschen weiter runter. Also so gerne ich jetzt hier was Negatives sagen wollen würde, aber er liegt wirklich sehr gut in der Hand, hat ein angenehmes Gewicht. Druckpunkt ist gut. Kann ich nichts Negatives sagen, er ist wirklich gut. Er hat jetzt kein haptisches Feedback und so, aber ich finde das, ja gut, doch hier unten, also das Einzige, was ich negativ finde, dass die hier unten so dünn sind, also so schmal sind. Also die würde ich mir ein bisschen, weil hier geht es ja dann so abgerundet. Das will er nicht fokussieren, abgerundet. Ein bisschen breiter würde ich es mir wünschen. Aber mal gucken. Vielleicht im Spiel gar nicht mal so schlimm, aber ich komme ja meistens hier unten ran. Da ist er dann schon ein bisschen nervig. Aber mal gucken, wie es im Spiel ist. Also da will ich jetzt mich noch nicht so weit dazu äußern. So, und hier haben wir unser schönes Gerät. Also hat, optisch hatte dort. Also schön schwarz. Hier kann man, hat man den Gumminippel, falls man sie hinlegen will. Ich werde sie hinstellen. Die müsste passen eigentlich. So, dann haben wir hier praktisch den HDMI, Strom, LAN. Dann haben wir hier zwei USB. Und hier kommt dann diese Erweiterung von Seagate kommt hier rein, wo man die Festplatte erweitern kann, also vergrößern kann. Da kann man die Spiele drauf machen. Ich
Wage, also ich glaube, ich habe bis jetzt nur die 1 Terabyte-Variante gesehen. Ich weiß nicht, ob es größere Varianten davon gibt, aber bis jetzt habe ich dafür nur 1 Terabyte gesehen und die haben. Oh, Scheiße. Also um die 220 Euro gekostet. Ja, man müsste jetzt nicht aufschrauben, man kann einfach nur dran stecken und ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert, wenn man dann halt den Speicher mehrmals erweitert, zum Beispiel, dass man dann zwei Dreier hat, einmal für Online-Spiele, einmal für Offline-Spiele, dass man das einfach dran babbelt und ran macht und wie schnell das erkannt wird, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen. Aber vielleicht werden wir das ja mal sehen. Das ist so ein Diebstahlschutz. Ja. Und hier oben ist dann auch nochmal Belüftung. Mal hier oben reingucken. So, da seht ihr das grün. So, ich werde sie jetzt erstmal anschließen. Ich muss mir noch ein LAN-Kabel raussuchen, dass ich die auch mit LAN-Kabel anschließen kann. Obwohl WLAN reicht ja auch erstmal aus. Vielleicht streame ich es, vielleicht streame ich es nicht. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. So, ich bin dann jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen, das Unboxing der Xbox Series X. Meine allererste Xbox. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich. Ein bisschen mehr als aufgeregt. Ein bisschen aufgeregt. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.